Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Blocky Farm auf der Nintendo Switch. Wir starten ein neues Spiel, Suche nach den Haken und es geht los. Erinnerst du dich an den idyllischen Bauernhof deiner Großeltern, an die ganzen glücklichen Tiere, an den Spaß mit den Haustieren? An den Geruch von gemähtem Gras? Und den traurigen Moment, als du gehen musstest? Erinnerst du dich an dein letztes Mal auf diesem Bauernhof? Tagchen, Nachwuchsfarmer, wir sind froh, dass du wieder da bist. Ich bin Frank und ich werde dich ab jetzt unterstützen. Lass uns erstmal diese Farm hier aufräumen. So, hier sehen wir. Ach so, hier können wir ein Bildchen von uns machen, oder wie? Und wir können unsere Farm umbenennen. Tum, 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 tum. Natürlich. Ups. Mütze aufhaben. Wie wäre es mit einem Bild von dir? Als erstes reparierst du dein Haus. Dort kannst du deinen Bauernhof verwalten. Ups. Hier. Super, du solltest auch das Silo reparieren. Du wirst es brauchen, um deine Ernte zu lagern. Also grundsätzlich ist es immer so, man drückt drauf und hat hier die verfügbaren Optionen. In dem Fall nur reparieren. Und zu guter Letzt eine Scheune, um deine restlichen Produkte und Werkzeuge zu lagern. Gut gemacht. Langsam sieht es hier wieder so aus wie in den guten alten Zeiten. Somit haben wir hier die erste Quest erledigt. Und wir sind ein Stufe 1 Farmer. Wir haben ein Feld und Weizen bekommen. Du kannst dich ohne Felder nicht als Farmer bezeichnen, nicht wahr? Es wird Zeit, das zu ändern. Sammle 2 Ernten von einer Saat, ernte all deine Felder mit einem Wisch ab. Also draufdrücken, die verfügbare Aktion wählen und rüberfahren. Super, jetzt müssen wir den Weizen aussehen, aber vergiss nicht, das Feld zuerst zu pflügen. Also genauso wieder so, erstmal pflügen, dann draufdrücken und in dem Fall haben wir jetzt nur Weizen aussehen. Du machst dich prima, sammel deine Belohnung und lass uns zum nächsten Schritt gehen. Und wir sind Stufe 2. Windmühle, Hühnerfutter, Mais und ein Feld. Jetzt müssen wir eine Windmühle errichten. Es ist höchste Zeit, Tierfutter herzustellen. Perfekt. Lass uns jetzt etwas Tierfutter produzieren. Wähle das Gebäude aus, bewege das Hühnerfutter zu dazu. Also hier Hühnerfutter. Dauert 3 Minuten. Wähle jetzt das Gebäude aus, um das Hühnerfutter einzusammeln. Also normalerweise dauert es 3 Minuten. Gut gemacht, Freund. Sammle deine Belohnung und lass uns weitermachen. Und Stufe 3, Farmer. Hühnerstall, Ei, Huhn, Hühnerfutter. Das Tierfutter steht bereit, also können wir uns jetzt ein paar Hühner holen. Zuerst musst du einen Hühnerstall errichten. Okay, hier machen wir das. Ein Hühnerstall. Ups. Den bauen wir hier hin. Jetzt wähle einen Huhn aus dem Laden und lass es in sein neues Zuhause fallen. Hier gehen wir rüber, schnappen uns ein Huhn und setzen es hin. Schnappen uns ein zweites Huhn und setzen es hin. Du musst deine Tiere füttern, um von ihnen Produkte und Liebe zu erhalten. Wecken wir sie auf. Füttern sie alle Tiere in der Karte mit nur einem Streich.
Also auswählen, Aktion auswählen und drüber fahren. Deine Tiere sehen jetzt glücklich aus. Sammel deine Belohnung, dann kümmern wir uns darum, echtes Geld zu verdienen. Sammeln wir die Eier jetzt ein, damit wir sie verkaufen können. Die haben hier so ein schönes Herzchen. Aha, okay, wir sammeln ein. Schau, die Tiere lieben dich, wenn du dich um sie kümmerst. Sammle Herzen und halte tägliche Belohnungen. Einfach draufklicken auf das Herz und hier oben sehen wir 20%. Ja. Alles klar, der Lieferwagenauftrag ist bereit, liefern wir ihn aus und verdienen dein erstes Geld. Hier haben wir die Aufträge. Das ist ein Auftrag, 2 Eier, die haben wir, also weg damit. Und dann fährt er schon los. Super, der Lieferwagen verkauft die Güter, kommt mit deiner Belohnung zurück. So, wir sind Stufe 4, 3 Felder dazu, 4 Weizen dazu. Und hier können wir gleich wieder das Ganze rekultivieren. Wir können auch jetzt schon Mais anpflanzen. Hi, ich bin wer? Moment. Ich bin Mary, eine Wohltäterin für Haustiere aus der Nachbarstadt. Ich möchte dich mit einem Geschenk willkommen heißen, einem Haustier. Wähle bitte deinen neuen Freund. Wähle deinen neuen Freund. Wir nehmen den Hund. Das ist eine gute Wahl, dein Haustier ist traurig. Doch keine Sorge, wir werden es glücklich machen. Du brauchst etwas Futter für dein neues Haustier. Sie können einen in meinen Shop kaufen, diesmal völlig kostenlos. Einmal, zweimal, dreimal, alles kostenlos. Sehr schön. Das haben wir. Jetzt ist es Zeit, dein Haustier glücklich zu machen. Okay, wir wählen das Haustier aus. Oh. Geben ihm Futter. Somit ist er schon mal glücklicher. Und das auch noch. Dein Haustier braucht es mehrmals am Tag. Vergiss es bloß nicht. Du kannst dein Haustier auch mit Produkten deines Bauernhofs füttern. Okay. Ich habe etwas Besonderes für dich. Öffne die Truhe und probiere diese coolen Sachen aus. Eine Strandbrille. Eine karierte Kappe. Ein Stock. Sammle Karten, schalte mit ihnen Gadgets und Spielzeuge für dein Haustier frei. Du kannst ihn Schatztruhen finden. Spiel mit deinem Haustier und statte es mit ein paar Gadgets aus. Denk dran, wähle es nochmal aus, wenn es fertig ist, um Spaßpunkte zu sammeln. Okay. Du brauchst diese Zutaten, um die Aktion durchzuführen. Energy Drink. Ich will jetzt keinen Energy Drink, ich will jetzt hier Spaß haben. Also werfen wir das Stöckchen. Und auswählen und somit ist es, ups, glücklicher. Wir sollen, Gadgets auswählen. Großartig. Denken Sie dran, auf Ihr Haustier aufzupassen, um ihn glücklich zu halten. Ich werde dich von Zeit zu Zeit besuchen, um zu sehen, wie du tust. Okay. So, sammle Karten, schalte coole Gadgets frei und style deine Tiere, um ihre Zufriedenheit zu erhöhen. Und schon wieder einige Aufträge erfüllt. Hier sehen wir, 19 Sekunden dauert das noch. Wir sollten Futter machen. Oh, wir können hier eine Truhe abholen. Mit Geld, ein Ei und ja, eine Schraube oder sowas. Kümmere dich um Tiere, erhalte im Gegenzug Liebe. Sammle Liebesherzen, hol dir jede 22 Stunden Prämien. Okay, hier ist unser Auftrag. Das ist wieder zurückgekommen und wir haben hier drei Aufträge. Das hier können wir nicht machen, weil wir da ein Ei zu wenig haben. Hier 3 Weizen oder 2 Mais. Wir geben das hier mal ab. Und wir sind Stufe 5 Farmer. Bäckerei, Brot, Feld,
Säge, Handaxt, Dynamit, Mais, Weizen, Münzen. Wow. Tag 1, wolkig. Ah, und wir bekommen hier täglich eine Truhe. Brot und Schrauben und Nägel und Karten. Ein Fußball. Oh, okay. Ich zeige dir, wie man mit Waren handelt. Zuerst einmal solltest du in meinem Laden vorbeischauen. Dort findest du alle Grundressourcen, die du für eine gut funktionierende Farm brauchst. Ja? Ah, jetzt. Okay. Biete nun etwas zum Verkauf an, damit andere Spieler auch von dir kaufen können. Gut. Toll, jetzt bist du ein echter Handelsexperte. Ich habe so ein Gefühl, dass wir die perfekten Geschäftspartner sein werden. So, das ist jetzt bereit zum Ernten. Und wir bauen auch gleich wieder hier ein wenig Weizen an. Und wir können ja Felder. Ups. Das wollte ich nicht. Felder bauen. Es wäre. Oh. Es wäre eigentlich total cool, wenn ich das hier irgendwie wegmachen könnte. Naja. Dann sieht es halt etwas interessanter aus. So, hi, ich bin George, dein Nachbar. Lass mich dir mit deiner Farm helfen. Du solltest dir noch ein paar Gebäude und Tiere mehr anschaffen, damit der Betrieb weiter wächst. Bauen, Feld, Sehen, Mais, haben wir alles schon gemacht, okay. Ich sehe, du hast Platz für mehr Tiere. Wie wäre es, wenn du ein paar mehr dazu nimmst? 2 Hühner soll ich noch dazu nehmen. Sehr gern. Die pennen im Moment. Moment. Oh. So, jetzt. Und auch wieder anbauen. Und hier machen wir auch gleich wieder Futter. Oh, da ist eine Truhe. Da war Geld drin, okay. Wir sollen noch 2 Hühner dazu kaufen. Einmal. Und 2-mal. So, wir sollen sie alle füttern mit einem Streich. Machen wir gerne. Zack, zack, zack. Alles nicht gefüttert. Was will er noch? Eine Bäckerei? Okay. Das dauert ein wenig. Der wollte noch eine Bäckerei haben. Also nicht er wollte eine Bäckerei haben, er wollte, dass wir eine bauen. Inzwischen machen wir das Feld wieder bereit. Und das ist auch fertig. Sammle Gebäude-Upgrade-Karten, um neue Looks und Extra-Boni zu sichern. Jeden Tag kannst du Belohnungen für die Erfüllung deiner Pflichten erhalten. Hier ist eine davon. Moment. Sehr schön. Und wir sind Stufe 6 Farmer. Ein Kuhstall, Bohnen, Kuhfutter, Milch, Kuh. Okay, erstmal ein wenig Brot machen. Hey, armer Hund. Und wir bauen gleich Bohnen an, damit wir mehr davon haben. Ups. Hi, ich bin Oskar, ein Stylist für Bauernhöfe. Ich helfe dir mit Dekorationen für deinen Bauernhof, aber lass mich dir zuerst zeigen, wie du die Hindernisse loswirst. Okay, Baum ausgewählt. Eine Säge. Eine Axt. Und
Dynamit. Super, jetzt hast du mehr Platz, um dir ein paar schöne Objekte anzuschaffen. Okay. Dann machen wir hier noch ein wenig Mais. Und da kommt der nächste. Hier holen wir uns... ich würde hier eigentlich gern sehen, was man dafür braucht. Ich sehe das erst jetzt hier, dass man zwei Weizen und einen Mais braucht. Das hätte ich gern vorher gesehen. Kuhstall ist im Shop erhältlich. Ich finde, es ist eine gute Zeit, um deine Farm zu vergrößern. Einen Kuhstall, drei Kühe und füttern sollen wir sie auch noch. Hier geht's auch weiter. Wir haben im Moment genug Weizen. Ups. Genug Weizen. Das machen wir. So. Wir sollen einen Kuhstall bauen. Hier hin. Bietet Platz für drei Kühe, stand da. Eins. Jetzt zwei. Und Nummer drei. Die brauchen genauso Futter. Oh, Gast im Hause 1. Ein Erfolg freigeschaltet, okay. Und hier gibt es weitere Belohnungen. Ach so, das sind die heutigen Pflichten. Kümmere dich um das Haustier, ernte Feldfrüchte, produziere Güter und zusätzlich sammle Erfahrung. Und dafür bekommt man die unten stehenden Belohnungen. Wo ist unser Haustier? Hier. Der Ball. Wow. Oh. Okay. Das bringt ordentlich Spaß. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier, wir müssen 10-mal interagieren. Oder dürfen 10-mal interagieren mit unserem süßen Tier. So, einmal noch Stöckchen. Und dann kümmern wir uns um die... Oh, einmal vielleicht noch. Oh, schau an. So. Das passt jetzt. Jetzt noch Futter, Energie. Da müssen wir... Oh, irgendwo hier hin zum Shop. So, erstmal Futter, Energy Drink und Medikamente für unseren... Ach, wir kaufen gleich mehr. Wir haben jeweils drei. Sollte reichen. So, oh, schau an. Die sind aber glücklich. So, und hier ebenso. Jawohl. Zack. Turbomähdrescher. Oh. Stufe 7, Molkerei, Cornflakes, Sahne, kleine Hundehütte. Oh, schön. Karton, blaues Blumenbeet, rotes Blumenbeet, Feld, Nägel, Schraube, Säge, Handachs, Ziegelbretter, Münzen. Boah, okay. Richtig viel auf jeden Fall. Wir schauen, dass wir wieder
Oh. 6-mal Bohnen und dann machen wir... Nö. Etwas Weizen. Ein Brot haben wir auch wieder. Und wir haben... Hier, wir müssen 2-mal das Haustier füttern. Oh, hier... Sammle Herzchen von Tieren. Wir haben... Oh, okay. Molkerei ist im Shop erhältlich. Ich finde, es ist eine gute Zeit, um deine Farm zu vergrößern. Ja. Du brauchst diese Zutaten, um die Aktion durchzuführen. TNT Fass plus 1. Also ein normales TNT hätte ich, aber TNT Fass nicht. Ah ja, wir können wieder ein paar Felder machen. So. Die Molkerei. Oh, die hier. Hier geht sie sich aus. Dann hier hin. Oh, dauert 20 Minuten, okay. Das machen wir gleich nochmal. hier. Boah. Sehr gut. Und hier im Haus? Turbometrisch. Gast im Hause. Da können wir die Erfolge einholen und wir haben hier freigeschaltet. 5 von 101. Ups. Oh, da gibt es so einiges an Sammelobjekten freizuschalten. Oh, und hier sind die Truhen. Das ist normales Dynamit. Und ein paar Nägel. Oh, hallo. Oh, 50. Schön, nehmen wir. Das ist auch schon wieder fertig. Ah, und die wollen wieder gefüttert werden. Natürlich. Und auch die wollen gefüttert werden, aber wir haben kein Kuhfutter mehr. Das müssten wir mal produzieren. Dauert 5 Minuten. Oder wir gehen zum Shop. Das ist das Haustiergeschäft. Das wollen wir nicht. Das ist das Rathaus. Das ist der andere Shop. Ein Getreideladen. Das Haus von Oscar, das Haus von Jerry, von George. Aber wir können kein Futter für die Tiere einkaufen, wie es scheint. Das ist schade. So, die sind zurückgekommen. Gleich das nächste. Und so geht's fröhlich weiter, bis wir wieder aufsteigen und das nächste Zeug freischalten. Wir können Cornflakes machen. Ah, wir haben ja eine Hundehütte. Haben wir bekommen. Das Blumenbeet, das bauen wir auch. Gleich mal hier hin. Einmal rotes Blumenbeet. Das ist nur zu Dekozwecken. Nehme ich an. Ah, und hier. Heim für deinen Haustierfreund. Ach, aber schon eine Hundehütte. Keinen Karton. Karton wäre eher für die Katz. Oh, und da können wir ihn rufen. Da ist er schon.
Futter. Ein Brot. Und Energy braucht er. Und einmal Stock werfen, bitte. So, das hat jetzt gezählt zum Füttern und zwei Herzen haben wir auch bekommen. Sehr schön. Ja, okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ha ha!